Naja, unter strategischen Partnerschaften im Healthcare-Bereich, da verstehe ich zum Beispiel Technologieintegration. Unternehmen können mit Technologiefirmen zusammenarbeiten, um innovative Lösungen für ihre Gesundheitsprodukte oder Gesundheitsdienstleistungen zu entwickeln. Zum Beispiel können Gesundheitsdienstleister mit Softwareunternehmen zusammenarbeiten, Medizinplattformen zu entwickeln oder um elektronische Gesundheitsakten zu entwickeln. Es gibt den großen Bereich der Zusammenarbeit in F&E, in Forschung und Entwicklung. Bisher macht es hauptsächlich oder fast nur die Pharmaindustrie. Die arbeitet mit Forschungsinstituten zusammen und entwickelt beispielsweise neue Medikamente. Aber warum soll zum Beispiel nicht auch ein Sportschuhhersteller mit Orthopäden zusammenarbeiten? Oder ein Begleitungshersteller mit dem Entwickler von Wearables, die meinen Pulsschlag und meine Vitalwerte überwachen. Warum soll ein Büromöbelproduzent nicht mit Arbeitspsychologen zusammenarbeiten, um festzustellen, welche Anforderungen an Raumklima, Farbgebung oder Akustik brauchen Mitarbeiter, um gesund am Arbeitsplatz arbeiten zu können? Zusammenarbeit der Lieferkette, ja, Supply Chain Optimierung war das Stichwort in den letzten Jahren der Corona- und der Suez-Krise und hat viel getrieben. Ja. Man kann als Pharmalieferant oder pharmazeutischer Hersteller mit seiner Lieferkette zusammenarbeiten und so zum Beispiel die Kühlkette sicherstellen, aber auch die Logistikkette verkürzen und dadurch die Lagerhaltung optimieren. Es gibt markenstrategische Allianzen. Ja. Ein Pharmaunternehmen kann sich zum Beispiel mit einem Wellnessunternehmen zusammenzutun, um neue Produkte, verbesserte Produkte zu entwickeln und ganz neue Märkte zu entschließen. Ich kenne ein Beispiel, wo ein Wellnessfirma die Ingredienzen vom Pharmahersteller bezogen hat, sogar bei dem als Untermieter auf dem Gelände war, um die Zusammenarbeit noch enger zu gestalten, Synergien zu heben und den ganzen Ablauf in der Supply Chain möglichst optimiert und effizient zu gestalten. Ein großer Bereich ist auch die gemeinsame Nutzung und Analyse von Daten. Ja, es gibt heutzutage so viele Megadatenfriedhöfe, die immer und immer wieder erhoben werden. Und immer wieder wird Geld dafür ausgegeben. Warum tun sich da nicht verschiedene Nutzer zusammen? Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Datenerhebung und Datenanalyse und der Unternehmen, die die nutzen, könnte für viel bessere Erkenntnisse, prädikative Analysen und personalisierte Gesundheitsvorsorge führen. Es kann zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und zur Optimierung von Behandlung und Pflege führen, wenn die sich zusammentun.